vorher geht herab. Halleluja. Halleluja. Feuer geht herab, weil die Menschen werden durch den himmlischen Feuer angezündet. Du sagst, wo ist der? Wo ist denn der Mensch, der neben mir saß? Wir sagen dir, der ist nach Chukotka gefahren. Und wo ist der Mensch, der letzten Sonntag da war? Der ist in seine Stadt zurückgekehrt, in sein kleines Zimmer, steht und betet. Und durchbricht das den Himmel, damit in dieses Zimmer Apostel und Pastor geht und hören über seine Berufung. Du sagst, es ist wichtig, dieser Ort hinter dem Pult. Nein, es ist wichtig, dein Platz in dem Körper und im Leib Christi. Es ist wichtig, dass Menschen suchen und nicht finden. Aber viele von euch haben sich auch schon gefunden und seine Berufung hier. Amen. Und ich glaube, dass es keinen Krieg mehr geben wird in eurem Leben. Es wird nur Herrlichkeit, Gnade. Und werdet die Taten von Jesus Christus einfach genießen auf dieser Erde. Preist den Herrn dafür. Halleluja. Ich habe neues Mikro. Preist den Herrn. Ich werde mich ein bisschen einstellen. Das andere war kaputt. Kein Problem. Wir haben noch nicht mal geweint. Und darf noch nicht mal begraben, wenn du dein kaputtes Teil beerdigst, weiß die ganze Welt davon. Weggeschmissen, neues gekauft, fertig. Wofür? Gott wird alles dafür geben und sorgen dafür, dass du es kaufen kannst. Weil unser Gott kümmert sich um uns. Ist wunderbarer Gott. Warum weint man über andere Sachen, die kaputt gehen, weil du selbst Gott bist in deinem Leben. Aber Gott möchte, dass du aufgibst und alles in seine Hände gibst. Halleluja. Amen. So, Liebsten, wir werden heute weitergehen, weitermachen in der Lehre. Unser Thema heißt genauso, außer Gesetz, nur Teil 2. Teil 2. Es gibt auch noch einen Teil 3 davon, sage ich schon mal voraus. Der Heilige Geist spricht und ich verstehe, dass wir nicht zwei Teile, sondern auch ein drittes noch dazu anhängen müssen. Dass wir das hören. In Jesus' Namen, Heilung. Halleluja. Schwester, nimm es an. Amen. Halleluja. Feuer. Siehst du? Der Husten ist vorbei. Ist gegangen. Tablette von Glauben. Halleluja. Alle Krankheiten werden von uns weggehen. In Jesus' Namen. Die Zeit kommt von dem Übernatürlichen. Wer bin ich denn? Schau in den Spiegel erstmal. Dann siehst du dich selbst. Bewerte dich selbst. Und dann sagst du, Jesus, ich habe den gesehen. Den Menschen im Spiegel. Und ich möchte, dass du mir hilfst, der zu werden, als du mich siehst. Das war's. Und heute werdet ihr davon hören. Aber ich möchte euch ein bisschen zurückbringen zum ersten Teil, damit wir die Verbindung haben. Dass wir die Verbindung im ersten und zweiten Teil zusammen haben. Wir brauchen heute wieder Flipchart. Ich muss heute noch ein bisschen was aufmalen. Wer war, wer das gehört, diese Offenbarung, dann wird es einfacher, das zu verstehen, diese Offenbarung. Wenn du nicht war, nimm das im Geist auf. Ich möchte sagen, dass Gott hat mir so ein Bild gezeigt. Übernatürlich. Hat er mir gezeigt, dass unser Leben ist eine Bewegung. Bewegung in Uhrzeigersinn, wie unsere Uhren. Wir bewegen uns in Uhrzeigersinn, unsere Gedanken, unsere Taten. Die schaffen uns einen Rhythmus, Rhythmus der Bewegung. Und die Bewegung dreht sich im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn. Hier werde ich sie auf.
Hier werde ich sie anzeichnen. Ich wollte schon euch eine andere Offenbarung führen, aber nein, so rum. So. Wir bewegen uns, unsere Bewegung. Je mehr Bewegung, desto mehr machen wir so ein Bild, habe ich im Geiste gesehen, wie eine Feder. Und viele, bei vielen haben schon viele Ringe erwirtschaftet. Dein ganzes Leben steht unter Druck. Steht unter Druck von deinen Taten, von dem Gesetz dieser Welt. Aber Gott sagt, ich möchte dich befreien. Ich möchte dich befreien von diesem Druck, von dieser Pressung. Ich möchte, dass du frei bist, sogar von deinen Gedanken und Taten. Alles, was du tust, dass es nicht so zerdrückt und nicht presst, sondern nur die Freiheit bringt. Und Jesus ist gekommen auf diese Erde und hat uns befreit. Er führte uns aus der Bewegung heraus. Durch seinen Tod und Auferstehung. Und Jesus sagt heute, der mich annimmt, der mich annimmt, der kommt aus dieser Bewegung heraus. Der ist nicht mehr der Teilnehmer von der Bewegung des Gesetzes. Das sind freie Menschen, kann man so sagen. Also unfrei sagen, nein, die leben doch auf dieser Welt. Wie kann ich das denn machen, nicht zu sünden, das nicht zu machen? Dann brauchst du noch das Verständnis, was Jesus getan hat in deinem Leben. Der Christus. Jesus sagt, da wo du dich früher bewegst hast, es kann nicht weitergehen, zusammen mit mir weiterbewegen, weil ich bewege mich nicht darin. Die Kraft des Gesetzes dieser Welt, Jesus regiert und führt alle Prozesse und Taten in unserem Leben vom Thron des Vaters aus. Wie werden Menschen geheilt? Sie werden geheilt außer Gesetz. Die Menschen, die Mediziner sagen, du hast Diagnose Krebs. Viertes Stadium. Ich habe solche Menschen getroffen und habe gesehen, wie Gott außer Gesetz sich bewegt. Und Alex, der nicht in christlichen Familie geboren wurde, der vor kurzem Glauben gefunden hat, legt einfach die Hände auf. Der Jesus bewegt sich durch mich. Und der Mensch bekommt die Freiheit. Von diesem Geist bekommst 100%ige Heilung. Sagst mir, ist das Gesetz? Jeder von uns hat sich schon getroffen mit übernatürlichen Taten von Jesus Christus. Amen. Du hast gesehen, wie Jesus sich bewegt, außer Gesetz. Wie er befreit, wie er heilt, wie er segnet. Deswegen, Gott möchte dir erinnern, dass du nicht mehr auf diese Welt schaust und nicht bewegst, im Uhrzeigersinn. Du musst rauskommen aus dieser Bewegung. Und wenn du rauskommst, dann spürst du es, weil das Gesetz fängt auf dich zu schauen. Verwandten und Nächsten, die noch im Uhrzeigersinn sich bewegen, die sprechen zu dir und sagen, du bist unnormal. Was machst du mit deinem Leben? Du bist jung, hübsch, du musst noch lernen. Haben meine Eltern mir gesagt, du musst deine Familie versorgen. Du musst die Sprache lernen. Sind sie hinter mir hergerannt. Aber ich möchte die Sprache von Christus lernen, sagte ich. Und ich danke Gott dafür, dass er Kraft gegeben hat, um nicht den Verwandten zu hören, sondern ihm zu folgen. Das ist viel stärker, die Früchte zu sehen und die jungen Familien zu segnen, die sich entschieden haben, aus ihre eigene Häuser aufzumachen. Das ist viel stärker als das verdiente Geld auf meine Arbeit oder Wissen. Wenn du die Menschen siehst, die aus einer ganz anderen Stadt, den ich noch nicht mal kenne, wie er Stadt richtig heißt. Ich war nicht einmal da, aber ich sehe die jungen Menschen. Die wollen, dass in unserer Stadt Erweckung stattfindet. Sie wissen nicht wie. Aber Gott hat Offenbarung gegeben, uns allen. Und wir wissen wie.
damit die Herrlichkeit noch mehr verbreitet wird. Noch mehr Wunder und Zeichen stattfinden, noch mehr Heilung stattfindet, und mehr freie Menschen sein, sind. Wir müssen verstehen, dass wir außer Gesetz sind und wie sich Jesus bewegt. Wir müssen Kraft haben, manchmal den Verstand abzuschalten, weil dein Verstand, deine menschliche Weisheit sagt dir, wofür brauchst du das? Wozu musst du zum Herrnhut fahren, 500 Kilometer entfernt, in der Nacht, morgen ist Feiertag, entspann dich. Aber nein, ich möchte ausprobieren, weil dein Verstand, Gott sei Dank, dass ich nach Hause gegangen bin und nicht nach Herrnhut gefahren bin, 500 Kilometer weit. Aber mein Geist sagt, fahr und nicht. Nimm es an. Das, was heute die Menschen errettet. Und ich wünsche euch allen, solche Menschen zu werden, zu sein. Den Verstand nicht, einfach nicht zu hören. Nicht solche, die Feuer entfangen und sagen, wie hieß der Film? King Kong. Ich bin King Kong. Starker Christus. Christ. Nein, bring es nach Hause, das Feuer, in dein Team und mach es. In der Familie, mach es. Weil solche starken Menschen, wie ich schon gesagt habe, wie Graf Zinzendorf, der hatte ein Team, der hatte ein Haus, der kehrte immer zurück. Und wisst ihr, was verwunderlich ist? Als wir in sein Arbeitszimmer gekommen sind und dann kamen ins Zimmer des Leiters, haben wir einen großen Tisch gesehen. Großen Tisch, weißen großen Tisch. Da standen Stühle. Haben wir die gezählt? Es waren 12. Preis den Herrn. Zwölf Stühle. Mensch der Vision. Und bei all hat Gott uns bestärkt, dass wir auf dem richtigen Ort uns befinden und auf der richtigen Bewegung. Starke Menschen und die Männer Gottes. Die bewegen sich nie alleine. Die dienen, aber sie haben immer eine Familie, zu der sie zurückkehren und nach Hause kommen. Und bringen das mit, was sie alles tragen. Und dann fahren sie wieder und wieder, damit Gott sich bewegt durch sie in der ganzen Welt. Es gab Länder, wo sie im Geheimen sich bewegt haben und gelehrt haben. Es ist ein Team. Ein Team im Geheimnis. Es war Verbot damals. Zum freien Glauben und auf Gott zu hoffen und zu vertrauen, das war schrecklich damals. Die Politik und die Religion möchte, dass man diesen Geist verschließt. Was ist in den Nachrichten? Wenn du durch die Nachrichten schaust, das heißt, du bist gesetzt, dass du auf Gott vertraust, nur durch die Nachrichten, durch das Gesetz. Dass du nicht direkt auf Gott vertraust, sondern du brauchst jemanden, der einfach nicht direkten Kontakt hat zu Jesus. Ich habe am Freitag schon gesagt, im Gebet, schaltet alles ab und sagt, Gott, ich möchte dich hören. Im Original. Leben werden es Leiter geben, Pastor, Pastoren, Aposteln. Und die werden deine Position bestärken. Einfach bestärken. Du hast es bekommen. Gott hat dich schon 20 Jahre zurück durchgesagt. Und du kommst und sagst, oh, ist irgendwie warm hier. Aber jetzt wird es heißer. Und jetzt ist das Feuer entfacht. Wer wird neben mir sein? Wie viele Menschen? Wer kommt hierher? Wo es sich stattfindet? Wo ist das Gebetszimmer sich befindet? Es ist unwichtig. Unwichtig. Wie auch unsere Gemeinde hat angefangen von einem Festraum. Meine Gedanken haben gesagt, wie kann man ein Festraum einer Gemeinde sein? Und oben ist das Restaurant, das fast funktioniert. Im Halbkeller.
im Erdgeschossigen Restaurant funktioniert, wo die Menschen tanzen, trinken, treiben Unzucht und du betest. Das hat gar nicht gestört, dem Gott, dich zu bewegen in unserem Leben. Dass auf dir nichts mehr stört, nichts mehr stört. Dass in dir nur dein Gott ist, deine Position, deine Vision und du wirst seine Helligkeit sehen. Nimmt heute jemand was auf für dich? Das ist außer Konspekt. Galater 2,11. Galater 2,19. Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Hat Paulus gesagt. Galater 2,19. Kennen alle Paulus? Gesetz. Funktioniert nicht mehr im Leben von Paulus. Er ist rausgekommen aus der Bewegung dieser Welt. Und Paulus schrieb, wie ich schon gesagt habe, im ersten Teil, ich war der, der und der und der. Ich hatte Weisheit, Position in dieser Welt. Ich hatte die Macht dieser Welt. Ich habe Christen verfolgt und getötet. Aber aus der Gesetz kam. Ich weiß, dass Gesetze jeden ans Licht bringt. Aber ein Mensch spricht ja gar nicht darüber. Egal, was du ein Mensch bist, ob du Präsident bist, Vizepräsident, Bürgermeister oder einfach ein Mensch. Gesetz wird dich ständig, also ständig eine offene Tür zu dir, wenn du nicht bekehrt wurdest. Der wird dich ständig mit dir aufressen, auch vom Inneren, aus dem Inneren. Ich verstehe und glaube daran, dass den Paulus auch den Geist aufgefressen hat, egal wie stark er war und wie viel Macht er hatte in dieser Welt. Aber kam der Tag von Paulus, als er gestoppt wurde, Heiliger Geist, dass der Geist Gottes ihn einfach gestoppt hat, vom Weg abgewendet hat. Und der hat verstanden, dass er vollständig sterben muss. Der Gesetz hat ihn getötet und er muss sterben fürs Gesetz. Er kam nicht zurück in den Sattel von seinem Pferd, sondern zu Fuß gehen soll, um Evangelium zu predigen. Liebsten, von vielen von euch bringt Gott aus dem Sattel und schlägt aus dem Sattel und schon länger. Reanimiert euch mit seinem eigenen Atem, Verständnis und Gnade. Aber ich bitte dich, kehre nicht zurück in deinen Sattel, auf dem du fest gesessen hast, um diesen Willen dieser Welt zu vollbringen, sondern schau, wer Jesus ist und folge ihm, dann wirst du auch seine Herrlichkeit sehen. Ohne Namen und Herrlichkeit. Wisst ihr, was Paulus getan hat? Er hat gearbeitet. Er hat Wohnung gemietet. Also, wenn man das auf heutige Sprache spricht. Und hat freudige Nachricht verbreitet. Davon hat Paulus angesprochen. Nicht von der Bühne, nicht von dem Rednerpult. Nicht von der Bekanntheit. Sondern von der Gehorsamkeit. Widmung. Ich glaube, es ist heute, der heutige Tag, für die ganze Gemeinde, dass wir nicht nur wir heute hören, sondern alle hören, dass das Gebet zurückkehrt in alle Städte und Länder, in alle Dörfer. Geht zurück. Gebetsteams gehen zurück. Und besondere Wirkung kommt in der ganzen Welt. Nicht in der Gemeinde werden die Gebetszimmer stattfinden, wie die Religion das aufgebaut hat. Weil die Gemeinde ist Haus des Gebetes. Sondern Gebetsgruppen, die werden überall sein. Hauskreise, Gebetskreise, Männerhauskreise, Frauenhauskreise, einfache Gebetskreise, wo Menschen sich versammeln und bringen eigene Nöte und werden für ihre Städte beten. Das war's? Ja, stellt euch vor. Und die Herrlichkeit mit einfach sich vermehren und vermehren mit jedem Tag. Amen. Paulus ist gestorben für das Gesetz, um für Gott zu leben. Aber dieses, um für Gott zu leben, musst du verstehen. Lebst du für Gott?
Oder ist dein Gott der Schutz gegen Gerechtigkeit? Ja, ich habe gesündigt. Ja, na und? Ja, ja. Ja, und jetzt findest du Ausrede. Und jetzt deswegen bist du hier. Einfach in der Gemeinde zu sitzen. Um zu sagen, Jesus Christus, ich liebe dich. Und danach wieder das Leben weiterzuführen, was du sehr liebst. Anzufangen. Ganze Probleme, Kleinigkeiten einfach durchzustochen, alle Nöte da freizusetzen. Am einfach, weil du jetzt eine Familie hast, eine geistige Familie. Also noch Helfer haben sich gefunden, kostenlose. Also in der Gemeinde hilft ja keiner fürs Geld, Gott sei Dank. Bei uns passiert alles ohne Geld. Alles über Beziehung. Ich habe so eine große Familie jetzt hier. Ja, das kann auch ein Loch schließen. Physisch, materiell, aber nicht ohne dem. Wir werden auch das weitermachen. Aber für wen lebst du? Manchmal, wisst ihr, musst du Menschen helfen, sein Loch zu schließen. Problem, Alltagsproblem. Weil du siehst, dass der Mensch brennt und muss sich davon schnell lösen. In dem Problem einfach zu helfen, umzuziehen, irgendwie was zu helfen, deinem Alltag. Weil du siehst, wenn er das nicht macht, dann wird er dem Jesus nicht folgen. Der hat Berufung auf sich. Aber es gibt Menschen, die einfach das ausnutzen. Hört mich jemand? Ich sehe diese Menschen sofort, weil, wisst ihr warum? Sie haben keinen Wunsch, das zu machen. Weil diesen Wunsch, weil du nutzt deine Zeit nur für dich. Aber ich glaube, dass Familie, das gegenseitige Hilfe zueinander, nicht dafür, dass du mehr Freizeit hast, sondern noch mehr Täter vollbringen für den Jesus Christus. Amen. Nicht dafür, dass du dich mehr entspannst. Hört mich jemand? Ihr müsst die Weisheit haben. Warum spreche ich darüber? Der Heilige Geist führt mich dahin. Es gab diese Menschen, zu denen, wo wir renoviert haben. Und danach haben diese Menschen ihre Freizeit für Unzucht genutzt. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht zulassen. Ich möchte, dass jeder von euch den Gott trifft. Und Familie brauchst du dafür, dass du mit deinem Alltag nicht klarkommst. Du brauchst die Familie. Wenn wir das zusammen machen, dann kommst du schnell in deine Berufung. Hört mich jemand? Aber es ist so, am Rande. Als Bonus zu dem Predigt. Der Pastor fliegt doch weiter heute. Der muss für 3 Sonntage im Voraus predigen. Reiß den Herrn, dass ich fliege. Dass er Arbeit hat, der Pastor. Wir werden Honig weitertragen. Nach Ukraine. Halleluja. Und da ist Feuer, da brennt es, da ist das Gebet schon angefangen, tägliches Gebet, 7 Tage lang, 2 Gebete am Tag und wird weitermachen, bis der Jesus kommt. Das ist Familie. Ich möchte auf solchen Gottesdiensten dabei sein. Ich möchte die Finanzen nutzen und meine Zeit, um dann Teil davon zu sein, Teil von der Erweckung. Amen. Wisst ihr, ich stand heute und denkst immer, ob du das richtig machst oder nicht. Denke ich auch, warum fahre ich so viel? Man kann doch irgendwas kaufen heute. Eine Gemeinde zum Beispiel. Wir brauchen noch Musikanlage und so weiter, dass wir zusammen sein können. Das und das und das. Und Kamera brauchen wir und so weiter, damit wir Livestream noch nicht über Skype-Kamera läuft, sondern so eine normale Kamera läuft. Und dann denkst du so weiter. Aber woher nimmt man die Finanzen? Vielleicht ist es umsonst genommen, die Flugtickets, dass wir dahin fliegen und rennen. Aber Gott sagt nein. Die Gemeinde wird auf die Beziehung aufgebaut heute. Physischen Berührung, nicht über Skype. Das ist, die Gemeinde ist keine Musikanlage, aber ein Teil davon von Bewegung vom Heiligen Geist. Und ich sagte, Gott, ich werde das alles ausgeben, solange es nötig ist, zu fliegen, solange du mir sagst, irgendwo hinzufahren. Und wenn du mir sagst, hier zu stehen, dann werde ich hier stehen.
Und da werde ich noch irgendwas kaufen. Und das, die Zeit ist gekommen, hinein sich auszugeben für die Leben anderer Menschen. Deswegen berufe ich euch zu der Opfer und zu Verständnis, dass finanzielle Unterstützung sein muss, dass die materiellen Sachen können wir kaufen, aber die sind zeitlich auf dieser Welt. Es gibt Ewigkeit. Gibt es das, wo wir es hineinlegen müssen, ausgeben müssen, das Geld dafür und alles andere. Und heute Nacht fliege ich mit so einer Freude, dass ohne schlaflose Nacht, aber man kann einfach eintauchen in die Helligkeit. Und ich glaube, dass wir noch mehr bringen, Salbung, Kraft bekommen werden und bringen werden nach Würzburg. Amen. Ich möchte auch, die Elina wird aussprechen von diesem Stadt, wo wir waren, aber wo wir verwundet waren, dass das Haus von Graf vom Zitzendorf, was der ganzen Welt gedient hat, der ist heute einfach wird durch eine kleine Gemeinde finanziert. Der Staat finanziert noch nicht mal das Ganze, diesen Ort. Ich war verwundert. Also für eine deutsche Nation, die sich versammeln solche Steuern, Spenden in Anführungsstrichen von deinem Lohn. Er sagt, nein, ihr glaubt gar nicht, dieses Haus, wo wir hergekommen seid, du kommst dahin und da ist auch Salbung. Ja, ganz kleine Gemeinde, die es aufgrund der Zehntel alles aufbringt. Das ist ganz Offenbarung für uns, liebe Familie, dass nicht die Menschenmenge das Ganze versorgt, solche Menschen, sondern wirklich kleine Menschen, kleine Familie, kleine Menschenmenge, die einfach ihr Leben gewidmet haben. Und sage ich, Gott, das ist das, worin wir leben. Dass kleine Gemeinde einfach Berge versetzen kann. Verwunderlich, oder? Da steht ein Mann, was noch verwunderlich ist. Wir haben kein Gebet gebetet, es waren nicht so viele Menschen da. Aber zu uns kam selber der Mann und hat uns das erzählt, was gar nicht im Internet steht. Und er hat das erzählt, das und das und das. Und ich schaue. Mich, das ist in meinem Geist, was er uns erzählt. Dass kleine Gruppen von Menschen, aber in Einigkeit, können das Große zusammenhalten. Das Große. Ja, du warst in Menschenmenge, stand ich auf dem Stadion. Und das war. Und was ist jetzt? Was kannst du jetzt machen? Ein, zwei, dreimal vielleicht warst du darin. Aber die Zeit wird kommen. Es wird so ganz stark explodieren. Irgendwann. Und das Feuer wird herabkommen auf alle. Das kann man nicht mehr stoppen. Nie. Also, ich fliege und predige weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gesetz hat dich getötet, aber hat das nicht das Leben genommen, weil dein Leben in den Händen von Gott ist. Ich komme jetzt zum Thema, Teil 2. Ich brauche dann nochmal Flipchart. Wisst ihr, was Jesus getan hat, als er über Lazarus gehört hat, als er gestorben ist? Sein Freund, Jesus, hörte diese Nachricht und ging zu dem Ort, in diese Stadt, diese Ortschaft, wo Lazarus beerdigt wurde. Was machte Jesus Christus? Er kam zu dem Ort und sagte, verschieb den Stein. Und was sagte er? Und sagte, Lazarus, komm raus. Was machte Jesus Christus in dem Moment? Er hat untergraben die Kraft und Gesetz. Lazarus, komm raus. 4 Tage lag Lazarus im Grab. War eingemottet. Und er sagte, nimmt alles von dem herab, runter.
Also, Lazarus. Das war wirklich ein Feder, was physisch gezeigt wurde. Er wurde freigemacht. Kennt dieses, jemand diese Bibelstelle? Er wurde angemordet und er lag tot da. Und Jesus kam. Er kam zu dir und sagt: Ich mache dich frei. Ich führe dich aus dieser Bewegung im Uhrzeigersinn und sage: Du bist frei. Du bist vollkommen frei, Lazarus. Und jeder von euch war am Platz von Lazarus. Jemand 20, 30, 40 Jahre, jemand 50 oder 60 Jahre und kommt in unser Leben, Jesus Christus, und macht uns frei und sagt: Wach auf, deine Verwandten haben sich begraben, diese Welt hat dich vergraben, sagt, von der stinkt nach Alkohol. Er ist durchdrängt mit Drogen. Er ist dreckig oder sie dreckig von der Unzucht, von deinen Lügen. Und kommt Jesus in unser Leben und macht uns frei und sagt: Lazarus, komm raus. Und wisst ihr, was er macht? Er zeigt das im Geist dieser Welt. Und erzählt den Verwandten: Aber jetzt mach ihn frei. Jetzt werdet ihr ihn sehen als ganz anderen Menschen. Und er hat das gemacht, mit jedem von euch. Er hat uns freigemacht und zum Leben erweckt. Aus den Toten. Es ist kein Hindernis mehr in deinem Leben. Kein Stein mehr. Komm raus. Komm raus, Lazarus. Weil Gesetz dieser Welt kann dich nicht töten. Er kann es versuchen, aber kann dich nicht töten. Weil dein ganzes Leben ist in der Hand Gottes. Vom lebendigen Gott. Gott ist außergesetzt von dieser Welt. Das ist ein ganz Weg zum Übernatürlichen. Träum all davon, vom übernatürlichen Leben hier. Alle. Manchmal ist das Übernatürliche durch die Gnade Gottes kommt herab. Wir wissen nicht, wie es einfach kommt in unser Leben, aber wir kommen da rein, manchmal, ins Übernatürliche. Die letzte Predigt zum Beispiel. Er spielte Musik aus der Musikanlage. Lauter Mikro, lauter Musik, aber heute fließt das nicht, aber Gott zeigt, dass wir in einer ganz anderen Welt leben können. Sagt der Jesus, im Leben des Übernatürlichen. Aber dafür müssen wir verstehen, diese Offenbarung, dass du außer Gesetz dieser Welt bist. Außer Gesetz, Liebster. Sogar wenn es welche Aussagen in deinem Leben kommen, Diagnosen von Medizinern oder irgendwas wird auch über deinen Status gesagt, dass du Arbeit verloren hast. Ja, das ist Wahrheit. Aber die Gotteswahrheit sagt, du musst ins Übernatürliche kommen. In die übernatürliche Welt Gottes. Und da wirst du sehen, dass alles auf seinem Platz ist. Sogar mehr. Lazarus, komm raus. Mach ihn frei. Johannes 11. Jesus weinte. Und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm: Herr, komm und sieh. Und sieh. Welt weiß, wo du gestorben bist, in welchem Problem. Wisst ihr, warum? Weil er weiß, dass du gestorben bist im Alkohol, Drogen und anderen Elementen. Jesus wird es nutzen. Nutzen, diese Ortschaft, und wird dich auferheben von diesem Ort und wird ein neues Leben einatmen und sagen: Du wirst mir dienen, dein Haus, deine Kinder. Du wirst die Erweckung bringen. Du wirst es tragen, denn Geräusch des Himmels. Du wirst predigen für Nationen. Du wirst predigen und Menschen werden geheilt. Du wirst Lazarus sein. Du. Ich weiß noch, dieser Bruder war noch hier. Die ganze Welt hat ihn begraben in seinem Haus. Und der hatte keine. Der Bruder sitzt hier, weißt du noch?
Sie will diesen Menschen begraben im Alkohol. Aber ich bin da hingegangen. Ich habe gratuliert zu seinem Geburtstag. Wie ein normaler Mensch. Wie ein normaler Mensch, sagte er, das ist ein Glückwunsch zum Geburtstag, Liebe. Aber diesen Menschen mahnt, weil alle haben sich abgewendet. Kein einziger. Ich habe nicht gesagt, dass ich das mache. Ich sage, dass du der werdest, wirst. Keiner hat das gemacht, auch die Christen. Ist, manchmal musst du an diesen Ort hingehen, wo es schlechte Gerüchte gibt, um den Menschen zu sagen, werde, komme zum Leben. Wer macht das? Das machst du. 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 Und der ist auferstanden und lebt in Jesus' Namen. Preis den Herrn dafür. Ist zum Leben erweckt und lebt für Gott. Nicht alle, bei allen funktioniert es so schnell, aber es wird funktionieren. Es wird funktionieren bei allen. Wenn wir dem Gott folgen, bei mir klappt das und bei dir auch. Johannes 11, 38 bis 44. 11, 38 bis 44. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war eine Höhle und ein Stein lag drauf. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester von Verstorbenen, spricht zu ihm, hier, er riecht schon, denn es ist schon 4 Tage her. Jesus spricht zu ihr, habe dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg. Wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ja, ich aber weiß, dass du mich allzeit hörst. Doch um den Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. 44. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Alles war verbunden, wie auf vielen bei uns, bis heute noch. Macht ihn frei, soll er gehen. Bindet ihn los und lasst ihn gehen, sagte Jesus. Liebsten, ich habe selber nicht verstanden, als ich dieses Thema vorbereitet habe. Aber jetzt spüre ich, wie ein großer Stein einfach zur Seite geschoben wird in eurem Leben. Das betrifft sogar unser Gottesdienst. Jesus macht was Neues hier heute. Wie persönliches Leben, sondern auch Gemeinden, die mit dem Gesetz dieser Welt verbunden sind, wenn die Gemeinde sich in Übernatürlichen sich bewegt, dann hat das Gesetz was dagegen. Das ist nicht möglich. Es ist möglich, weil so es Gott möchte. Das ist möglich. Für Gott gibt es nichts Unmögliches. Wir sind geboren worden in dieser Welt und verstehen, dass eine Atmosphäre mehr Gedanken und Ideen von Teufel sind. Wir kämpfen mit dem Geist des Gesetzes, aber Gesetz sagt uns, weil er sagt uns, es ist unmöglich, es wird nicht funktionieren. Aber wir sind Kinder von Jesus Christus und sagen, es wird funktionieren, weil Gott uns in Jesus schöpft und nicht in unserer Federn, im Christus. Lazarus ist auch zum Leben gekommen. Jesus macht es, hat es wegen den Menschen getan, wegen Menschen. Hat er Augen erhoben, damit Gottes Name verherrlicht wird und nicht wegen sich selbst. Lazarus, wisst ihr noch, Lazarus ist auch nicht einfach geworden. Danach lebte noch Lazarus 30 Jahre, aber lächelte nie. Der fuhr zum Zypern und war da Bischof. Aber für Lazarus war das diese Geburt. Sein Körper war nicht froh, glaube ich.
Weil mit Jesus ging es ihm viel besser. Wisst ihr, wie man den Lazarus nennt? Viertägiger Freund von Jesus. Hört mich jemand? 4 Tage. Nach dem Gesetz dieser Welt haben die Menschen den Lazarus begraben. Aber der Lazarus war Freund mit Jesus zu 100%. Hört mich jemand? Interessant. Dieser Name von Lazarus. Wir sagen, Freund von Jesus. Aber wir haben noch nie Freunde von Jesus Christus, weil wir sind hier auf der Erde. Gesetz kann dich stoppen, in dem Fall, wenn du in seine Richtung dich bewegst. Ich spreche zu den Menschen, die sich entschieden haben, Gott zu folgen. Gesetz. Du hast die Entscheidung getroffen. Christ zu werden. Ihm zu dienen. Neues Leben zu finden. Gott hat dich hinausgeführt in einen neuen Ort. Zum Beispiel nach Würzburg. Wo du dich entschieden hast zu machen. Aber früher oder später wird dich Gesetz angreifen. Der wird dir sagen, wenn du Gott dienen willst, wie er mir gesagt hat, durch viele, kannst du nicht deine Familie versorgen. Du wirst keine Finanzen haben. Wenn du Gott dienen wirst und wirst deine Arbeit verlassen und wirst umziehen, dann wirst du nirgendwo leben können. So spricht zu uns Gesetz. Aber, Liebsten, das Gesetz so euch nicht mehr stoppt. Was muss man machen? Man muss vollkommen sich lossprechen von der Bewegung, von dem Uhrzeigersinn. Mit jeder Kraft, mit Händen und Füßen, mit Gebet. Also für Hände und Füße in der Gemeinde sind das Gebetskreise, Hauskreise. Einfach sich daran klammern, sich um Jesus zu bestärken, damit diese Bewegung dich nicht einfach zurück in Sorg bekommt, in dein alltägliches Leben. Triff die Entscheidung, zu sterben heute für das Gesetz und aufzuverstehen zum Dienst wegen Jesus Christus. Aber wenn ihr das einfach verbindet werden, haben sich viele entschieden, aber haben das verbunden, aber so wird es nicht funktionieren. Gemeinde und Welt zu verbinden, das ist noch schrecklicher. Du spuckst einfach damit, dem Jesus ins Gesicht. Aber wenn du für Gott lebst, kann dich keiner stoppen. Sogar die Nachrichten über dein Portemonnaie. Die Nachrichten darüber, dass alles schlecht ist. Die können dich nicht stoppen. Gerüchte. Und Gerüchte gibt es immer, wenn du dem Gott folgst. Aber auch solche, die wirklich stärker als im alten Leben. Man könnte dich ein bisschen beschimpfen und so weiter, aber es gibt solche Gerüchte. Die können dich stoppen. Warum? Weil du nicht in der Bewegung bist von dieser Welt. Du bist außerhalb. Interesse bewegt sich nach der Spirale. Aber ich bin da rausgekommen. Aber manchmal ist das Gerücht, natürlich, spricht laut in dein Herz, in deine Seele. Aber die spricht nur. Es verdreht dich nicht. Aber die schöpft dich nicht. Es gibt Gerüchte, die schöpfen, weil du dich in der Bewegung findest. Gerüchte sprechen Negatives aus und du nimmst es an. Versteht mich jemand? Sei außerhalb von dem. Du wirst vieles hören zu dir, was dir gesagt wird. Du wirst eine Vollkommenheit leben im Christus. Ja, du wirst diese Schläge spüren, diese Gespräche. Aber die können mit dir nichts machen und nichts anstellen, weil du in den Händen Gottes bist. Galater 2.
Galater 2,6. Manchmal müssen wir nicht nur hören, sondern auch lesen. Hört mich jemand? Versteht mich jemand? Viele haben Erinnerungsvermögen. Viele können behalten, was sie hören, aber viele auch, was sie gesehen haben. Der die Bibel trägt, die brauchen zwei Möglichkeiten. Galater 2,6. Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achtet das Ansehen der Person nicht. Ich möchte auch bestärken, in alle euren Taten heute, Pastor dieser Gemeinde und als Bruder in Christus und alle, die das zuhören, diese Predigt. Es gibt viele Menschen, die etwas gelten. Aber dass diese Autorität dich nicht stoppt darin, was Gott durch dich machen möchte. Liebsten, Paulus wurde nicht anerkannt. Die Apostel haben das nicht anerkannt und er wurde auch nicht gleich Apostel. Erst später, nach seinen Taten, nach den Früchten, hat man ihn erhört. Paulus hat die Autoritäten nicht anerkannt. Er hat das respektiert, aber Autorität einer Menschen hat nicht geformt und geschaffen, aus, wie ich gesagt habe, aus dem Gerücht. Dass es heute komplett neue Gemeinde entsteht, die Jesus Christus sehen möchte, dass die Menschen alle die Autorität besitzen. Gottes Autorität besitzen, nicht die anderen Menschen formen, also dich, dass dich Jesus Christus formt. Dass dich der Heilige Geist erfüllt und die Menschen, die Macht haben, Autorität im geistigen Welt, dass sie dich nur bestärken in deinen Schritten und dir helfen, sich zu bestärken darin, was du gehört hast vom Heiligen Geist, von Gott und von Jesus. Deswegen Paulus hat aufmerksam gemacht, wisst ihr, in mich hat diese Bibelstelle, ist es in mich hineingegangen. Ich habe das, vielleicht war ich nicht in der Position früher, ich habe das nicht so angenommen früher. Position des Pastors, apostolischen Bewegung, wo Gott uns hinführt jetzt. Von der Position, wo du die Stimme Gottes hörst und die Menschen triffst. Und du musst als Prophet sagen, wer die sind. Ohne Angst zu haben. Ohne Angst zu haben von den Menschen, die autoritär sind, wie du das getan hast. So getan habe ich das, wie es halt sein musste. Zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Das macht nicht Mensch, das macht der Gott selber. Manchmal, wisst ihr, kommt die Angst, wenn du Willen Gottes erfüllst. Du bist manchmal nicht bereit dazu. Aber zack, und es passierte. Ich möchte nicht den Namen nennen von den Städten, wo die Menschen dienen, aber auf irgendeiner Konferenz habe ich umgedreht zu den Menschen und sagte auf der Zunge ein Wort zu denen und habe das einfach freigesetzt zu denen. Wenn ihr nach Hause zurückkehrt, kommen zu euch 10 Personen zum Gottesdienst. Das war eine kleine Gemeinde, die erst am Anfang war. Die erst anfangen, das Feuer zu verbreiten. Das ist starke junge Menschen, die für das Gesetz gestorben sind und leben für Gott. Mit großem Zeugnis. Aber stellt euch vor, als ich mich umgedreht habe, habe ich verstanden. Ich habe verstanden, das, was es heißt. 10 Personen. Das ist nicht ein Mensch. Und nach einer Zeit, ein paar Wochen sind rum, ein paar Wochen nach dieser Reise haben wir ein Schreiben bekommen. Wisst ihr noch, als ihr uns gesagt habt, über 10 Personen, neue Menschen. Wir sind nach Hause gekehrt und die 10 sind gekommen. Preis den Herrn. Und die sind gekommen. Und du denkst, wie kann man über dich nachdenken, die Menschen? Aber denk nie darüber nach und überleg nur nicht mal darüber. Manchmal, aus dem Geiste, gibt es Zeit, wo du das verbinden musst,
das Unsichtbare mit der Realität. Wir werden es lernen, das so zu leben. Und dann sind die autoritären Menschen. Sie haben gesagt, du bist unser, einer von uns. Amen. Galater 3. Сегодня погуляем по Галатии также, в первой части темы вне закона. Неужели Бог дарует вам духа и творит среди вас чудеса, потому что вы исполняете предписание закона, а не потому что вы, услышав его весь, поверили? А теперь, кто читает сейчас, давайте вместе еще раз прочитаем. Нормально. У каждого разный свой перевод, ну, там слова будут по-разному, могут расставлены, но смысл один. Итак, письмо христианам в Галатии 3:5. Неужели Бог дарует вам духа? Der euch nun den Geist erreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut es durch Werke des Gesetzes, nur durch die Verkündigung vom Glauben. А не потому, что вы услышали его весь, поверили. Дорогие, Liebsten, ja, da gibt es ganz Offenbarung. Viele Christen leben mit der falschen Rettung. Hört bitte das jetzt, der falschen Rettung. Viele Christen sind nicht errettet und sie sind nicht bekehrt. Also Christen in Anführungsstrichen. Neugeborene in Anführungsstrichen. Deswegen ist es auch noch nicht mal das Feuer gekommen auf diese Welt. Stellt euch vor, wie lange schon gepredigt wird, die freudige Nachricht weitergetragen wird. Aber es ist noch Stille. Der Geist dieser Welt ist regiert hier. Gesetz. Es tötet noch mehr Menschen. Sünde verbreitet sich. Liebsten, die Zeit ist gekommen, die Wahrheit zu erhören und neu geboren zu werden. Viele von uns. Mit mir ist alles gut. Was ist mit dir alles gut? Weil ich nicht mehr rauche und trinke. Schau mal. Komm in die Gemeinde, höre der Predigt zu. Ich besuche schon sogar Gebetskreise. In meinem Haus klingen immer die Predigten von autoritären Leuten. Und danach zack, Fall. Und dann fragst du diesen Mensch, was sagt dir Geist Gottes, was sagt er dir? Wer ist denn das? Man nennt den Namen von Menschen. Aber Geist Gottes hat keine Namen. Geist Gottes hat den Traum des Himmels. Und als der Geist Gottes dir sagt, da muss man vieles erzählen, was Gott dir gesagt hat. Gott kann dir ein Wort sagen. Und du wirst dein ganzes Leben lang erzählen, was Gott dir gesagt hat. Ich bitte euch, erhört diese Offenbarung jetzt. Nochmal. Viele Christen leben in falschem Verständnis von Rettung. Behaltet bitte für immer. Wir haben das Übernatürliche und Wunder, weil wir glauben an Jesus, nicht weil wir gute Menschen geworden sind, nicht weil wir aufgehört haben zu rauchen, zu trinken, in die Gemeinde kommen, Bibel lesen jetzt. Haben wir was Gutes getan und angefangen damit. Wir stehen in den Wundern und Gott heilt uns, befreit uns, gibt das Leben und hat die Ewigkeit geschenkt, weil wir glauben an Jesus Christus. Glauben an Jesus. Glauben an Jesus. An Jesus. Glauben an Jesus. Und du siehst, mit anderen Augen, vielleicht in mir, in deinem Nachbarn, was anderes. Und denkst, warum? Weil wir glauben an Jesus Christus. Und du glaubst an deine guten Taten und dass du guter Mensch geworden bist. Wunder kommen. Zum Glauben an Jesus Christus. Die Veränderungen kommen, wenn wir glauben an Jesus. An Jesus glauben wir. Nicht, weil du deinen Mund verschlossen hast und hast aufgehört zu schimpfen. Nicht, weil du, dass du Bibelstellen zitieren kannst und segnest andere Menschen oder zu opfern, zu spenden, Zehntel zu geben. Deswegen segnet Gott dich. Deswegen
passiert in deinem Leben noch irgendwas nicht. Wenn du das von Guten dann ausgehst, dann fällst du bald und wirst nicht mehr aufstehen können. Du musst verstehen und wissen, dass dein Leben ist versorgt, ist bestärkt, ist unter Schutz des Himmels, dass dein Leben den Atem des Lebens trägt, weil du an Jesus glaubst. Und es gibt kein Gericht mehr über einen Menschen, der gefallen ist. Du denkst, dass du nicht glaubst, dass der Mensch was bekommt. Aber Jesus wird ihm alles zutrauen und geben, wenn er an Jesus Christus glaubt. Preis den Herrn. Wo die Menschen hinkommen werden, wo Alkoholiker und Drogenabhängige, aber wir werden nur über Jesus sprechen. Nur über Glauben. Viele von uns sind in die Gemeinde gekommen mit falschen Evangelisten, weil die haben dich hierher geführt, damit du bekommst in deinem Leben irgendeine Freiheit bekommst und nicht, weil damit du an Jesus glaubst. Und du hast nicht gesagt, komm, ich kenne so einen Ort, wo an Jesus glauben. Du hast gesagt, du kommst dahin, wo dich segnen, wo man dich zur Ruhe kommen lässt. Und du wirst dich entspannen. Aber du wirst wieder zurückgehen zu deinem Sumpf, aber liebsten. Das ist so wichtig heute zu verstehen, dass wir errettet sind, nicht durch die Taten. Wir sind errettet durch den Glauben an Jesus Christus. Und Gott traut denen, die in echten Glauben, aber der nicht glaubt. Und die nicht glauben, dieser Welt, diesem Gesetz. Und wissen nicht, was morgen passiert. Aber ich glaube an Jesus und die ganzen Generationen stehen hinter mir und sie werden gesegnet sein in allen Bereichen. Glaubst du an sowas? Wenn du an sowas glaubst, dann glaub, kommt die Gnade und Segen in dein Leben. Ich glaube, in den verschiedenen Positionen, wie schrieb Paulus, in verschiedenen Lebenssituationen war ich, abgehungert und so weiter, aber ich war immer dankbar dem Jesus, weil er wusste, dass sein Leben, dass er an Jesus glaubt. Und die Richtungen der Bewegung des Gesetzes können ihn nicht mehr in den Sog ziehen, im alten Leben, weil er gestorben ist für das Gesetz. Und wenn sogar mit dir was passiert, der Gerechte ist gefallen, aber wird aufstehen, sagt die Bibel, dann wird nicht die Bewegung des Gesetzes aufheben. Er wird aufstehen, weil in dem ist die andere, ganz andere Kraft, die dem Gesetz nicht erlaubt, ihn zu töten. Aufgestanden. Vergib Jesus, vergib himmlischer Vater, vergib Heiliger Geist und wirst weitergehen. Hast angerufen und gesagt, alles geklärt. Die Gemeinde wird auf den Beziehungen aufgebaut. Sie sind gekommen, gebetet und weitergegangen. Wenige Amen haben sich gewöhnt an der virtuellen Gemeinde. Kommunizieren in irgendwelchen Funkwellen. Das hast du gedacht. Dann, manchmal hängen solche Bomben über Menschen. Lass doch anrufen. Bitte doch um Vergebung beim Gott, das, dafür, was du getan hast. Und atme aus. Und zack, kommt die Herrlichkeit Gottes. Amen. Ganz einfach. Aber seid nicht darauf angezogen. Man muss direkt in die Bewegung Gottes gehen danach. Ich stehe in diesem Raum und predige nicht deswegen, weil ich guter Mensch geworden bin, ohne irgendwelche schlechten Eigenschaften. Aber ich stehe hier, weil ich an Jesus glaube. Ich habe an ihn geglaubt. Ich habe nicht an mein kaputtes Leben geglaubt. Stell dir vor, manchmal muss man auch nicht glauben, dass du erfolglos bist, dass du einsam bist, dass nichts funktioniert in deinem Leben. Einfach glaub nicht daran. Du musst glauben an Jesus Christus. Ich glaube an Jesus. Ich glaube an Jesus. Ich glaube an Jesus. Das ist dein Gebet heute. Ich glaube an Christus. Ich glaube an den, der gestorben und auferstanden ist. Ich glaube nicht an Situationen.
was alles Welt zu mir gebracht hat. Ich glaube nicht an, was ich über sich selber über mich denke, aber denke an Jesus, der kommt zu mir und sagt mir: Lazarus, steh auf und wird den Stein weg tun, wird mich frei machen und ich werde freier Mensch sein, weil ich glaube an Jesus Christus. Und deine Gesetze und Schlussfolgerung, irgendwelche Gerichte, das berührt mich nicht, weil ich glaube, dass Jesus mich verändert. Ich glaube, dass er mich ganz anderen Menschen, aus mir ganz anderen Menschen macht. Nicht du, Jesus Christus. Der wird mich verändern. Sein Tod und Auferstehung, sein Blut, wo ich das nicht verstehe, aber ich werde verstehen, morgen verstehen und mit jedem Tag verstehen wir mehr und mehr, was Jesus machte für uns und wir glauben an Jesus Christus. Und nur seine Kraft, sein vollkommenes Blut wird uns alle verändern. Uns alle. Und deswegen sagt Gott, ich setze frei. Dienste an dieser Welt, Dienste meiner Richtungsweise, Apostel, Pastoren, Prediger, Evangelisten, damit die das aufnehmen und einfach konzentrieren, dich an Jesus Christus, fokussieren an Jesus Christus. Und wenn du hineinkommst an diesen Ort, in Jesus Christus, dann wirst du zur Ruhe kommen, endlich mal. Galater 3, 10-12. Denn alle, die aufs Werk des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Hört mich jemand? Wenn du versuchst, heute ein guter Mensch zu werden, so wie diese Welt, es wird nicht funktionieren, das Gesetz auszuführen. Und alle Voraussetzungen des Gesetzes. Du wirst verflucht sein, wenn du dem Gesetz vertraust. 11. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Hör auf, in Depression zu sein, Enttäuschung zu leben. Wenn irgendwas nicht geklappt hat, werde ein Gerechter und glaub an Jesus Christus. Glaub nicht an keine Situation. Glaub an Jesus. Manchmal kommt sowas zustande in unserem Leben. Manchmal ist der Mensch, kann ein Mensch sowas schaffen, dass er es nicht mehr zusammenbringen kann. Aber mir hat so oft das Glauben an Jesus Christus geholfen. Kein Mensch, ich bin Mensch, ich habe das zugelassen. Aber du bist bei mir. Wisst ihr, wie das Gebet funktioniert? Weil du, damit du das wieder zurechtbiegst, du musst viele gute Taten vollbringen. Vor allem in der Beziehung zwischen Menschen. Du musst Zeit abwarten. Manchmal muss ich abkühlen. Manche im Gegenteil, muss ein bisschen wärmer sein. Das alles, dieses menschliche Faktor, auch im Bereich des Gesetzes, der Seele, aber das Gebet, wenn du zum Jesus sprichst, bittest Jesus, zum Beispiel zwischen Mann und Frau, ich bitte immer Jesus. Jesus steht zwischen uns, hilf uns, Jesus. Und kommt die Antwort, weil so nah. Wie Jesus Christus kann keiner mit uns sein. Hört mich jemand? So zu bestärken und zu sagen, zu deinem Herzen zu sprechen, einfach leise zu sagen. Jesus spricht manchmal leise. Manchmal sagt er umarmt dich im Inneren. Und anstatt von deinem aufgebrachten Zustand kommt die Liebe, du kühlst dich ab. Weil Jesus ist näher als alle anderen. Viel näher. Sogar den Menschen, wo du denkst, dass er Wirkung auf dich hat, kannst du den anrufen, damit du hilfst, uns zu verbinden.
Hat jemand sowas gehabt? So eine Vertrauensperson. Erheb diese Wand, die deine Hand. Also psychologische Tricks. Aber die Zeit ist gekommen, dem Jesus das anzuvertrauen und zu sagen, Jesus, du bist viel näher als der Mensch. Du bist darin. Oder bist daneben. Dann klopf. Sag ihm. Bitte dich. Und das Glauben in das Unsichtbare wird Realität. Jesus sagt dir, ja, ich habe dich reingewaschen. Und ihn auch. Und alles ist gut. Kommt der Frieden und Einigkeit und die Fülle. 12. Stelle. Galater 3. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Hört mich jemand? Dein Wissen, deine menschliche Weisheit, deine Erfahrung haben keine Verbindung zu deinem Glauben. Und ich, wie alt bist du denn? Ist doch egal. Gesetz hat keinen Einfluss. Ob wir 40, 50, 60, 70 Jahre alt sind. Es hat keinen. Ich spreche wieder über diesen Menschen. Ich habe durch den Glauben einfach ergriffen von Graf Zitzendorf. 22 Jahre alt. Er hatte so viel Glauben, dass er alle versammeln konnte, alle Flüchtlinge im Haus seiner Oma, wo er die Flüchtlinge versammelt hat, wo sie verfolgt wurden, getötet wurden, wegen dem Glauben, der hat sie aufgenommen und hatte keine Angst. Nur eins war wichtig für ihn, dass er sie aufnehmen kann. Wie kannst du die alle versammeln? Gar nicht. Aber Glauben sagt, ich kann alle versorgen, weil in mir jetzt Christus ist. Stellt euch vor, Missionäre von dieser Bewegung, sie haben gelernt, sogar auf Chukotka, also Eskimo, haben sie gelehrt. Sie haben sogar Geschäftsleben beigebracht zu den Menschen, dass sie das, was sie durch das Jagen bekommen, dass sie das verkaufen können. Und haben sich verbunden mit Europa und Amerika, haben sie das Handel aufgebaut. Also verwunderlich. Und nirgendwo steht, dass diese Brüder Finanzen brauchten und dass die ganze Welt sie ernähren soll. Steht nirgendwo geschrieben. Ich glaube, dass dieser Ort, dass immer versorgt wird, dass dieser Ort, wo wir uns versammeln heute, dass immer versorgt sein wird. Amen. Amen. Weil Gott wird uns ernähren und wir werden nie diese Welt fragen nach keinem Cent in Jesus' Namen. Ich glaube, dass Gott Offenbarung geben wird, Visionen geben wird, wo Gott alles verbinden wird und führt zu seinen Schatzkammern, die er vorbereitet hat für uns alle. Hört auf zu betteln bei ganzen Ämtern, Vorgesetzten, sei mit Jesus und glaub, dass jemand kommt zu deinem Vorgesetzten. Er braucht mehr Lohn in Jesus' Namen. Aber nicht manipulieren. Es soll aus dem Geiste kommen. Und er braucht einen freien Tag, nicht weil du gut warst. Dass du deinen Fernseher schauen kannst. Weil du den Menschen dienen sollst. Seid vorsichtig damit. Manipuliert nicht. In euren Gebeten. Betet darüber, was der Geist euch sagt. Aus dem Geist. Gesetz hast keinen Glauben. Das Gesetz ist aber nicht aus dem Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird auch für sie leben. Ich habe noch ein Schema. Ich verstehe. Alles so viel. Und die Hauskreise, Leiter und Team und Gebetskreise. Und Gott hat Übergabe gemacht. Aber ich muss das zu Ende führen, diesen Teil. Also ich bitte noch um 10 Minuten ungefähr. Ich möchte euch zeigen, wie ihr lernt
wo es wir leben ist. Ich möchte einen Menschen zeigen. Auch ein. Auch sein Leben. Also Kinderschemen, aber da gibt es die Tiefen. Was macht das Gesetz? Wir brauchen, wir haben gehört, wir brauchen Glauben, wir müssen für das Gesetz sterben und leben für Gott. Aber Gesetz kannst du nicht entfernen. Das bist du. Das ist das, was dich umkreist. Vorher habe ich gezeichnet, im ersten Thema, dass der Mensch befindet sich hier, innerhalb vom Gesetz. Und er bewegt, wird bewegt durch diese Welt. Manchmal kommt er zu Christus, aber das hilft ihm nicht, wenn der Mensch nicht für das Gesetz gestorben ist und sich verwundert mit Jesus. Aber der Mensch, der Entscheidung getroffen hat, an Jesus zu glauben und zu folgen, der ist nicht mehr in der Bewegung vom Geist dieser Welt. Der ist außer Gesetz. Gesetz hat praktisch Beurteilung gemacht über ihn. Über solche Menschen. Hat Beurteilung gegeben. Aber Gesetz gibt es. Gesetz existiert in dieser Welt. Und der verschwindet auch nicht. Ich möchte dir einfach, ich möchte dich einfach gemalt und zeige dir, was das in deinem ganzen Leben ist. Eine Erde. Und um die Erde gibt es viele Planeten. Und alles ist um dich. Und bewegt sich um dich. Gesetz. Kannst du nicht entkommen. Und er wird auch in deinem Leben sprechen. Ich sage, das Gesetz ist lebendige Substanz, die jeder von uns braucht. Manchmal bringt es uns klaren Verstand. Gesetz sagt ihm, was richtig ist, was nicht richtig ist. Amen. Es gibt sogar gute Funktionen vom Gesetz. Aber Gesetz wird nicht entfernt, wird zu deiner Laufbahn gebracht, in deinem Leben, in deiner Umlaufbahn. Dann kommen in deinem Leben Wunder, die genauso in dein Leben leuchten und wirken auf dein Leben. Wunder. Aber es gibt Menschen, die einfach so sehr das annehmen, die Wunder, und sie glauben nur an Wunder und so weiter. Wo die Menschen einfach glauben, dass die Dach sich öffnet, dass die Engel kommen auf den goldenen Schlitten und so weiter und werden vor dir stehen und dich begrüßen werden. Wisst ihr? Ja, jeder hat eigene Fantasie, aber nicht so sehr damit ergriffen werden. Wunder sind gut, aber das sind einfach zusätzliche Sachen in deinem Leben. Die nächste Sache ist dein Zeugnis. Das ist eine super Eigenschaft, das uns auch formt als Persönlichkeit. Also, persönliches Zeugnis hat große Kraft. Aber viele Menschen predigen immer nur dasselbe, nur über das Zeugnis, eigenes Zeugnis. Und möchten sogar vielleicht Mitleid hervorrufen. Fangen an zu erzählen, wo er erzogen wurde und so weiter. Und so. Ja, das ist ein Zeugnis. Aber nicht darauf fokussieren. Das Zeugnis muss da freigesetzt werden, wenn es richtige Zeit und Ort dafür ist. Aber das alles, das ist Leben außer Gesetz, wo wir sterben für das Gesetz und leben für Gott. Wovon ich gesprochen habe, über Gesetz. Ich glaube, das sind ganze Themen über Wunder. Es gibt letztens viele Leute, die predigt werden. Nehmt es auf und schreibt diese Offenbarungen. Persönliche Zeugnisse, das ist alles. Alles soll es uns umkreisen. Unser Umfeld, wo wir sterben für das Gesetz. Das nächste. Also schmerzhaftes Thema. Versorgung. Ой, нам не хватает финансов в этом мире, да? Die Finanzen reichen nicht in dieser Welt. Ständig müssen wir was kaufen, irgendwo hinfahren. Aber glaub, die Versorgung, die Gottesversorgung kommt genau in unsere Umlaufbahn und umkreist uns. Aber wir müssen uns darauf fokussieren, auf die Versorgung und bitten. Einfach bei Gott um Finanzen. Amen.
Jetzt möchte ich auch zeigen, das Schema, und spreche darüber, dass unsere Gebete sich nicht nur auf einen Bereich fokussieren. Sie müssen viel breiter sein. Gott, setze deine Wunder frei. Ich möchte Zeugnis sein von dir auf dieser Welt. Versorge mich, Gott. Hilf mir mit Gewohnheiten klar zu werden in meinem Gebet, in meinem Leben. Und Gott wird dich dahin führen. Das Wunder zum Beispiel kann nur in eine Richtung wickeln. Wenn du mit Gott bedeckt bist, wird keiner deine schlechten Angewohnheiten sehen. Aber es gibt auch Gaben im Leib Christi. Die Gaben werden dich umkreisen, die dich und dein Leben füllen werden. Gaben. Gaben. Geistige Gaben. Geistige Gaben. Das sind deine Talente. Verschiedene. Eigenschaften, die du machen kannst, aber nie. Aber fokussiere nicht darauf, was du machen kannst. Ich kann so super singen und alle sollen zuhören, wie ich singe. Oder noch irgendwas. Bin ich ein super Maler, Fotograf, Musiker und so weiter. Also vor allem spricht das an, so sehr deutliche Gaben. So in Ordnung leben zum Beispiel. Alle möchten Gabe bekommen, was sichtbar ist. Wir träumen davon, Gabe unsichtbare zu bekommen. Und Gott, ich will dich verherrlichen. Noch eine Umlaufbahn, was uns zukommt. Das sind Engel. Das sind Engel. Dienstgeister, die mit dir zusammen das vollbringen, wozu dich Gott berufen hat. Man kann nicht auch alle Sachen auf die Engel auferlegen. Los, Engel, folge mir und mach es. Behält das eine. Man kann die Engel nicht regieren über die Engel, weil die haben schon Befehl. Die sind freigesetzt von den himmlischen Königreich, die sind nur Helfer. Die sind nur Helfer. Dieses ganze Leben, das ist außerhalb vom Gesetz. Aber stellt euch vor, wie ein Mensch begrenzt ist. Wir waren begrenzt, außer Jesus Christus, aus dem Glauben, außer Glauben, wo wir uns im Gesetz befunden haben. Stellt euch vor, wie viele Umlaufbahnen gibt es und wie viele gibt es um uns, wo wir uns fokussiert auf dem Gesetz und leben so, außer Glauben. Getan. Hat jetzt keiner was gesagt, das ist alles gut. Gesetz erfüllt. Und du verfluchst dich damit. Du zerstörst dich damit. Die Menschen sprechen zu dir. Das ist so ein schreckliches Leben, Leben im Gesetz. Aber wenn du verstehst, das Leben außer Gesetz, für das Gesetz zu sterben, das ist so eine Freiheit. Ja, vielleicht habe ich gesündigt hier. Hingefallen. Aber ich weiß, dass es Wunder gibt, dass ich mich verändern kann. Ich weiß, dass Wunder kommen wird. Das wird ein Zeugnis sein. Ich weiß, dass mir die Engel helfen. Ich weiß, dass ich versorgt bin. Ich weiß, dass es so viele gibt um mich herum. Stell dir vor, was es für ein Leben gibt. Besonderes Leben, ohne Gesetz. Aber wir fokussieren uns auf ein Problem, ein kleines Problem, was gar nicht wert ist. Wir fokussieren uns auf dem Problem und denken, wir haben schon gedacht, wie Menschen darüber nachdenken, die mich verurteilen. Wir leben alle so. Aber Gott möchte es verbreiten, unser Horizont. Und diese Planeten um dich selbst können es viele sein. Je mehr du in die Berufung Gottes kommst, desto mehr werden sich die öffnen. Deine Position, geistige Position ist auch wichtig. Geistige Position. Christ
Das ist keine Position. Also Christ ist ein Status, also keine Position. Das ist ein Glauben an Jesus Christus. Aber wenn die Menschen an Jesus Christus glauben, weil dann haben die Position und Wirkung, geistige Position mit Wirkung, Engel zu sehen, ein Wunder zu geben, im Gaben sich zu bewegen. Versteht mich jemand, in der Versorgung zu sein, Zeugnisse zu erkennen und zu sehen. Es ist wichtig, geistige Position im Leib Christi. Mich und Elina hilft uns sehr, unsere geistige Position. Sie beschützt sie sogar von manchen Momenten in dem Leben und bringt dich zum Leben wieder, manchmal. Wenn du verstehst, wer du bist, dann sagt dir deine Position über deine Verantwortung und das, was du machen sollst und was du nicht machen sollst. Amen. Deswegen rennen viele Menschen weg von der geistigen Position und leben im Gesetz und verbringen gute Taten. Ist es von Gott oder ist es nicht von Gott? Und zu überlegen und Angst zu haben, dann muss ich in solche Menschen, dann betet und betet und betet und fragt um Erlaubnis von Gott. Und vergehen Jahre. Aber Gott sagt nichts. Sagen dir solche Menschen. Aber wenn du deine geistige Position kennst, dann glaub, euer christliches Leben wird viel heller sein, stärker und mächtiger sein. Weil nicht die Gesetze formt dich, sondern die Position und die Verantwortung. Durch den Gott. Amen. Lass uns aufstehen. Elina, darf ich dich bitten? Also dieses Lied, wo wir angefangen haben, mit Laura. Ist doch klar, diese Umlaufbahn. Wir können ein Foto machen. Aufs Telefon. Nochmal durchhören, durchlesen. Die Predigt anzuschauen. Wisst ihr, das ist keine mein Anliegen, aber ich spüre, dass du jetzt Augen schließen musst. Um zu spüren, in welche Richtung du dich bewegst, in Richtung dieser Welt, oder bist du herausgekommen und auferstanden. Ich möchte, dass du verstehst, jetzt, wo du hier stehst, dass um dich sehr viele, alles, was passiert, dass dich nicht die Welt richtet, dass du gesegnet bist, geheilt bist und gehst weiter. Nicht da, weil schlechte Angewohnheiten aus deinem Leben gebracht hast oder dann Wohnort gewechselt hast, um in irgendeiner Gemeinde zu sein, weil du gesegnet bist. Weil du glaubst an Jesus Christus. Deine Gebete hört der Himmel. Nicht weil, dass du Gebetskreise besuchst. Deine Gebete ergießen sich und bringen auf diese Erde Frucht, weil du glaubst an Jesus Christus. Soll unser Glauben bestärkt werden, dass in deinem Leben sichtbar werden die Elemente vom Himmel, dass das Leben kommt in Leben von jedem Christen, Wunder, Engel, Versorgung, geistige Position, dass in dein Leben das stärkste Zeugnis kommt,
worüber viele erfahren werden. Dass in dein Leben kommen Offenbarungen, himmlische, und die himmlische Geheimnisse offenbart werden. Dass in dein Leben das Feuer kommt aus dem Geiste. Salbung aus dem Geiste. Für alle Taten, die du vollbringst. Ich spüre jetzt, Gott salbt euch alle, für neue Taten. Und du wirst verwundert sein, dass durch dich Gott es tut. Weil nicht du es machen wirst, sondern die Salbung von Jesus Christus. Es wird nur das Feuer sein. Salbung. Wunder. Übernatürlich.